bin immer meinen eigenen Weg gegangen. Es muss einen das antreiben, welche geistigen Themen man hat und die dann mit Leidenschaft und Disziplin und völliger Hingabe umsetzen. Das ist auch ein wunderbarer Spruch hier. Nach einem erfolgreichen Tag haben Sie vielleicht die Welt verändert. Kann irgendetwas verlockender sein? Tja. Es ist immer beruhigend, wenn es sozusagen wirklich dann ins Finale geht. Irgendwann mal kennt man die Einzelnen in- und auswendig. Der Drucker ist jetzt noch mal eine Touch brillanter geworden. Das hat ihm gut getan. Mir geht es in diesem Projekt Faszination Wissenschaft darum, Wissenschaft in der Gesellschaft sichtbar zu machen. Es ist zu tief. Man guckt auf die Leute runter. Das ist nicht gut. Man soll in die Augen schauen. Das ist also das Ziel, warum ich es höher haben will. Wenn Sie vor den Bildern stehen, dann sehen Sie nicht nur einen Menschen, sondern Sie sehen den Glanz in den Augen der Wissenschaftler, die diese Forschung hervorgebracht haben. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt heute für die Gesellschaft überhaupt, dass Wissenschaft positive Emotionen hervorruft. Und dafür hat Siemens eigentlich immer gebrannt. Um was es mir auch ging, dass ich die Wissenschaftler in ihrer Ganzheit zeige. Wissenschaft wird von melancholischen, neugierigen, zornigen, wilden, wütenden Menschen gemacht. Und die sind in diesen Bildern eingefangen. Der Wissenschaftler selber, wie er seinen Weg nach oben macht, hängt wieder davon ab, was für eine Persönlichkeit er ist. Wie geht er mit den Niederlagen um, mit den Enttäuschungen um. So gesehen ist ja der kleinste gemeinsame Nenner von Kunst und Wissenschaft ja eigentlich auch die Kultur des Scheiterns. Es ist manchmal ein steiniger und vor allem langer Weg nach oben. Ich glaube, wenn man anfängt in der Fotografie, denkt man, man kann die Welt verändern. Das ist eine Illusion. Aber man kann durch die Bilder, die man macht, Menschen etwas geben, was ihr Leben auch ein bisschen reicher macht. So wie durch das, was ich tue, mein Leben sehr reich ist.